Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Outlast Whistleblower. So ja, wir wollen hier ausbrechen. Ist ja nichts Neues. Zu guter Recht wollen zum guten Recht wollen wir hier ausbrechen. Ich schaue mich hier noch kurz um. Okay, da geht eh nichts, da ist nur Gestrüpp. Ich wollte eigentlich nur kurz schauen, ob es hier eine Batterie gibt. Weil die ist wieder bald leer. Nein. Dann sparen. Hallo. Wer bist denn du? Ich glaube, der ist gestorben. Ruck. Alter. Was ist mit dir? Bist du gestolpert oder bist du runtergefallen? Ja. So. Was ich, glaube ich, die ganze Zeit vergessen habe zu sagen, ist, dass ich hier ganz schön ein richtig schönes Eck im Voraus aufgenommen habe. Weil noch ein weiteres Projekt auf mich wartet, das ich von Herzen gerne spielen möchte. Allerdings hat es den Nachteil bei diesem Projekt, bei dem künftigen, dass ich dadurch den Start von Outlast 2 wahrscheinlich versäumen werde. Ich kann auch nicht sagen, wie ich Zeit habe. Alter. Ansonsten werde ich das Spiel Outlast 2 etwas später beginnen. Oder ich übernehme mich ein bisschen. Das werden wir dann sehen. Wahrscheinlich eher das zweite. So, okay. Heute K. Ja. Das heißt, Specky kann ich schon mal nicht drauf. Hoffe ich. Weil der wahrscheinlich schon oben auf uns warten tut. So, laufen wir mal ein Stück. Übersehen habe ich, glaube ich, nichts. 3 Batterien und 20 Einträge, aber sonst alles gut. So. Aha, hier geht's raus. Boah, ist das hoch. Speichert. Das ist toll. Hier ist mal nichts. Ich wollte mal schauen, ob eventuell was liegen tut. Boah, da müssen die Füße so kalt sein. Also wenn ich so barfuß hier herumlaufen müsste, mir wären sofort die Füße eingefroren. Da soll sich ausgehen. Mit Anlauf da so schräg rüber. Ehrlich? Es ist eh gespeichert, ne? Jetzt sieht echt aus. Jetzt bricht es wahrscheinlich wieder ab. Au! Gekruzifix. Aua. Immer fallen wir irgendwo runter. Maybe some girls that ain't blood. You ain't old enough to be worrying about it. We have worse problems. Grow some hair on your head, Jimmy. Then we talk about it. Ja. Ja, genau. Das ist das Wichtigste. Auf das stehen wir Frauen. Also Männer können sich gleich mal ins die Ohren schreiben, solange ihr keine Eier auf euren Eiern habt. Ich versuche das liebevoll auszudrücken. Könnt ihr eine Partnerschaft mit uns Mädels vergessen. Kapisch? Das ist uns am allerwichtigsten, dass ihr das mitbringt. Ich habe irgendwie das Gefühl, da bricht gleich einer durch. Aha, da geht's weiter. Ja, da geht's auch weiter. Sonst Batterie. Na, das eine schaut zwar aus wie eine Batterie, ist aber keine. Heureka. Und da ist wieder Dark Room. Aha, hier lang. Okay. Da ist nix. Nein. Die Batterie geht schon wieder aus. To bear our guilt, our gender, a small piece of flesh between us and the blade. You want to give him to Gluskin? That's the idea. I don't
want to get Gluskin's attention. He'll hurt us. He'll hurt you. You make a pretty woman. No sense in pulling a mad dog's tail. We feed him a goat and leave him alone. Ich hab dir den Franz. Das würde mich aber gar nicht freuen. Ich bin mir recht sicher, dass diese Herrschaften da von uns reden. Wir sind das Lamm. Ja, was sonst? Kann ich diesen Wischmob. Ah, diesen Besen nehmen, ich will damit jemanden raufhauen dürfen. Bitte. Aha, hier runter. Keine Ahnung, wo wir da jetzt rauskommen. Was halt auf alle Fälle klar ist, ich bin schon voll konzentriert, Entschuldigung. Was klar ist, ich werde verrecken. Drum, Batterie. So, zähm halt wieder was. Ich weiß, ich verschwende die schon wieder viel zu viel, höchstwahrscheinlich, ne? Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Dass ich wieder... Aha, da geht's weiter. Dass ich wieder viel zu verschwenderisch bin. Tut mir sehr leid dafür. Kann ich hier durch? Echt, ja. Aber das bringt sie nichts. Da ist nichts. Dann halt wieder da durch. Naja, ich wollte es nur probieren. Das hat schon so ausgeschaut, wenn da eine Batterie versteckt wäre. Optimalerweise zwei. So, ich schalte mal aus. Kurz. Ein Geschenk für den Bräutigam. Was zum Teufel? Jetzt wird mir auch langsam klar, warum... ja, warum da auf dem Cover quasi eine Frau abgebildet ist. Was? Nee, war da jetzt doch eine Batterie? Ich glaube, ich drehe gleich durch. Hey, das ist gemein. Das ist eine Sauerei gerade. Jetzt muss ich ein paar Dinge ausschalten. Wo gehe ich eigentlich lang? Jetzt war da echt eine Batterie. Am Boden. Mann, ey... Dum 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 dum, zocki dum dum dum, zocki dum 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 dum, zocki dum dum dum. Die hole ich mir, ist mir jetzt wurscht. Geh durch. Dum 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 dum. Am Boden habe ich natürlich nicht geschaut, weil ich schlau bin. Dum 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 dum. Mann, ey, bin ich bescheuert. Na los, geh. Du sollst da bitte durch. Danke. So, steh auf, Kasperl. Hier geht's, hier ist ja nichts, ne? Na. So, dumm, 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 dumm. Habe ich das schon mal gesagt? Scheiße. Verdammt mich. Was mich jetzt allerdings noch etwas in Sorge da bringen tut, ist das, dass ja dieser Doktor noch leben tut, ne? Ja. Ihr wisst ja, der unserer ersten Figur... Was denn jetzt schon wieder... falsch, Entschuldigung, hier. Notizen, weiße Männer. Herzlich willkommen zurück. Da hat sich das Spiel aufgehängt, als ich die Notiz lesen wollte. Jetzt ist die Frage. Notiz haben wir nicht. Das heißt, wir haben wahrscheinlich auch die Batterie nicht, ne? Jetzt ist die Frage, wo bin ich hier? Ich habe gerade, hier. Okay, ich verstehe schon. Ich habe gerade leichte Orientierungsprobleme. So, da war ja nichts. Das heißt, hier kann man rüber. So, dann war hier, ich versuch's im Dunkeln. So, um etwas Batterie zu sparen. Das ist der Vorteil, wenn man sich hier schon ein bisschen unter Anführungszeichen auskennt. Kann ich hier gleich durch? Ja, kann ich auch ein paar Meter sparen. So, dann war's, glaube ich, hier, ne? Warte, Licht. Warte, was immer. Licht. Bin ich verkehrt? Na, ne? Müsste passen. Hier? Ja, genau. Da war's. Und hinhockeln und durch.
Jawohl. Und die Batterie mitnehmen. Aber einen Blick auf die Herrschaften kann man nicht ergattern, ne? Nein. So. Ist vielleicht auch besser so. Auf jeden Fall, es existiert doch noch eine Dame, was wahrscheinlich, also ein Mädel, was, oder hört sich der Bursch einfach jünger an, das könnte auch sein, dass er noch ein Teenager ist. Auf jeden Fall ein Geschenk für den Bräutigam, ja. Jo, geht auch. Was wollte ich sagen? Ich hoffe, dass es jetzt kein Bug ist. Das wäre jetzt gar nicht schön. Das möchte ich auf keinen Fall haben. So. Kritzel, kritzel. Ich versuche mal an ihm vorbeizugehen. Und vielleicht erstmal hier die Nachricht zu öffnen. Also Notizen. Ich hoffe, es hängt sich nicht wieder auf. Ja, passt, geht. Wieder drin. Es ist fast so, als ob ich immer tiefer reingerate, je mehr ich versuche rauszukommen. Tote sind keine Überraschung mehr. Selbstmorde scheinen eine weise Entscheidung zu sein. Ja. Scheinen. Ja. Dann würde ich sagen, mal hier durch. Quiet! Still. If they catch us, you give us to him. The man downstairs. The man. Very bad. Very, very. Bad. God. Oh God. Es ist wahrscheinlich der Doktor, ne? Also ich kann mir vorstellen, dass es sich hierbei um den Doktor handelt. Warte mal kurz, ist hier vielleicht noch eine Batterie versteckt? Mach mal finster. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts und ich höre nichts. Ein Radio wäre da. Aber Batterie keine. Mhm. Ich wollte nur mal nachschauen. Nee, ne, da ist gar nichts. Na. Dann würde ich sagen, gehen wir hier durch. Alter. Kill the rats! He's here! Inside the walls! Kill him! This idiot wants to die! Eigentlich nicht. Eigentlich will ich nicht sterben, na? Aber wir fürchten, oder ich fürchte, dass es darauf hinauslaufen wird. Ja, eine Batterie. Super, wir haben 10 von 10. Okay, achso, ich bin so deppert, ne? Das hätte ich mir selber beantworten können. Wie viele Batterien können wir wohl mitnehmen? Steht ja da, 10 von 10. Zocki ist doof. Entschuldigung. Ja, Zocki ist doof. Spiele ich schon so gut, ja, ne, dass ich schon das erste Mal 10 von 10 Batterien habe. Ein Ordner. Bitte, dann nehmen wir gleich mit. Ein Dokument. So. Von N. Wolfram at mercofcorp.us.com an F. Ford at mercofcorp.us.com. Betreff dissozial. Was? Dissoziativer Dennis. Gut, Dr. Ford. An diesem Nachmittag habe ich ein weiteres Interview mit Ihrem Patienten Dennis durchgeführt und ich stimme Ihrem Verdacht zu. Innerhalb des 40-minütigen Interviews hatte ich reichhaltige Kontakte mit allen 4 von Dennis' Persönlichkeiten. Soweit ich es einschätzen kann, handelt es sich um 2 Brüder, den Vater und den Großvater. Sie scheinen sich hauptsächlich um eine Art lebensbedrohliche Flut zu sorgen, auch wenn es nicht erkenntlich war, ob dieses Ereignis schon stattgefunden hat oder es mittlerweile unmittelbar bevorsteht. So, Entschuldigung. Genau, ja. Die Klarheit seiner Wahnvorstellungen und die performative Ausdrucksweise seiner Persönlichkeiten lassen darauf schließen, dass es sich um eine Simulation handelt. Ich gehöre normalerweise zu den Fürstenburg-Verfechtern, den kategorischen Skeptikern von dissoziativer Persönlichkeitsstörung. So. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Ja.
In Tennisfall scheint es sich eindeutig um eine Erfindung eines aufmerksamkeitssuchenden Patienten zu handeln. Jetzt habe ich es hinbekommen. So. Der eher Symptome von extremem Narzissmus und einer Zwangsneurose aufweist. Setzen Sie die Schocktherapie fort. Hochachtungsvoll, Dr. Wolfram. Ja, toll. Da wird er sich aber freuen. Ja, da wird er sich freuen, dass er das bekommen tut. Nicht. So, ich schalte mal da aus. Ich glaube, da will ich nicht durch. Der gefährliche Mann da unten. Ich kann mir echt vorstellen, dass es sich hier schon um den Professor, also diesen Trotteldoktor handelt. Mhm, Batterie ist aus. Ei, da hinten wäre noch eine. Dann würde ich sagen, ich setze das gleich mal ein, die neue Batterie. Ich bin so, ja. Es tut mir leid. Konzentriert wollte ich eigentlich sagen. Bin ich da richtig? Habe ich das Gefühl, ich bin... Water and time to drill a hole in anything. Oh, hell, I hear things. Oh, the lot of humans will be a pile of wealth possum. Tiny, pink, and deaf and blind. Go find yourself a possum titty. How ain't you dead yet? You cowards and idiots, all you. Shame my loins. Freundlich? Okay, da geht's eh nicht weiter. Da habe ich eine Batterie gesehen. Die Frage ist nur, wie kommen wir da hin? Die war irgendwo da hinten, ne? Jetzt ist halt die Frage, ja, wie schon gesagt, wie komme ich da hin? Hier rauf? Kann nicht fast nicht sein, oder? Können wir von da nicht runter? Da sind wir runter, Entschuldigung. Ich denke, man muss hier lang. Ich hoffe halt, dass ich das richtig verstanden habe. Ja. Was haben wir da? Kommt man hier weiter? Nein, natürlich nicht. Ja, da ist nur eine Wand. Was ist denn das für eine Wand hier? Dreifach, vierfach, fünffach, tausendfach Wände. Ja, das war die Tür von der Seite. Okay. Dann würde ich sagen, geht es dann hier weiter. Und dann müsste hier irgendwo mal eine Batterie wahrscheinlich sein. Hoffe ich. Ist es hier so dunkel? Ja. Ich muss ab und zu... ich muss ab und zu Selbstkontrolle machen. Weil... da ist keine Batterie. Ich bin wahrscheinlich total falsch. Das wird die Wahrheit sein. Ich bin wahrscheinlich total verkehrt. Mist. Ich dachte echt, da wäre was. Ich will jetzt auch die... aha. Okay. There he is! What do you think? Oh, he'll do. Wait, for once we agree. We'll find. Au! Ich habe keine Ahnung, wo ich lang muss. Da. Da ist die Tür. He got away. Groom will have us. Shut up. We'll find a way around. We know this ground. No man hunt. Puh.
keine Ahnung, wo ich da lang muss. Wieso habe ich eigentlich die Kamera? Entschuldigung. Die macht der Gewohnheit. Keine Ahnung, wo ich lang muss. Ehrlich nicht. Ich weiß echt nicht, wo ich lang muss. Aber überhaupt keinen Plan. Ja. Auf gut Glück probieren. Da ist halt er, ne? Da wäre was. Got away. The groom will have us. Auch nicht richtig, oder? Das wird schon dort sein. Da hoch. Ja. Nochmal hoch und nochmal hoch, ne? Ah! Jetzt haben wir. Jetzt haben wir es. Gut, und jetzt? Darunter? Ja, ich glaube. Ja, es ist jetzt wieder mal ruhiger. Give him other flesh, and he spares ours. Fucking idiot. Wo quatschen da wir? Okay. Das heißt, wir dürfen runter. Zu diesem Wahnsinnigen, ne? Und ich brauche eine neue Batterie. Jetzt versammle ich alle Batterien. Das ist nicht fein. Das ist nicht fein. Oh, weia. Entschuldigt, liebe Leute, ist das ekelhaft. Oh mein Gott, ist das ekelhaft. Diese Musik. Das ist so doof. Boah, mir graust es gerade. War ist das ekel. Boah, ist das furchtbar. Bin ich hier richtig? Bin ich hier falsch? Ich kenne mich gar nicht mehr aus. Bin total verwirrt jetzt gerade. Bist du gescheit? Na. Boah, mir geht's gerade durch und durch. Alter Schwede. Okay. Das ist so dunkel hier, ne? Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Oder wo ich hin muss. Wieder mal.
Ich bin wieder da, wo ich reinkommen bin. Ich bin so doof. Ach, scheiße. Ich war eigentlich schon richtig. Ich habe nur keine Ahnung, wo ich hier lang muss. Alter Schwede. Ich will doch nur hier raus, irgendwo weiter zumindest. Na, das war schon richtig da drüben. Da muss es dann irgendwo weitergehen. Die Frage ist nur wo. Vielleicht wieder über einen Luftschacht oder so? Ich habe gerade keinen Schimmer. Boah, Alter, das ist ein bisschen grausig hier, echt. Zum Glück ist die Frau gestorben, ey. Die Arme. Na, das ist dann schon richtig hier. Hier müsste es dann irgendwo weitergehen, aber wo? Ist die Frage. Ich sehe weit und breit keine Türen. Ah, die hier. Lol. Da! Gespeichert. Das ist schlecht. Wenn es hier speichert, heißt es, wir dürfen... War nicht meine Absicht. Oh Gott, sag bloß, was das... Ich habe überhaupt keine Ahnung, wo ich lang muss oder darf. Brauche ich alle Batterien, ne? Da kann ich nirgendwo durch, ne? Hier können wir durch. Da machen wir doch gleich die Tür zu. Sicher ist sicher. So. Hier haben wir soweit eh nichts. Oh, zwei Wege. Gespeichert. Okay. Das ist wahrscheinlich zu schlau gewesen. Warte mal. Ich müsste vielleicht die hier zuerst probieren. Aha, okay. Wird wahrscheinlich aufs selbe hinauslaufen. Aha, die ist wieder verkettet. Okay. Entschuldigung, ich bin schon voll ruhig. Oh, warte mal. Es wäre schön gewesen, wenn ich irgendwo speichern könnte. Ich habe voll auf die Zeit vergessen.
Ich habe voll vergessen, neu zu starten. Warte, ich glaube, wir hätten aber schon bald die halbe Stunde, ne? Es kann sich jetzt echt nur noch um Minuten handeln. Minuten, also ein, zwei Minuten, soll ich sagen. Batterie, ich liebe dich, Batterie, ich liebe dich. Oh Gottchen. Und ich muss dann eh sowieso mal aus irgendwelchen Gründen mal kurz eine kleine Pipi-Pause machen. Ach du Heilige, da steht er. Da steht er, verstehst einfach mal so am Fenster. Ich habe hier keine Ahnung, wo ich wieder hin muss. Ich hätte nur gern gehabt, dass es irgendwie speichern tut. Ach du Heilige. Aha, da hinten. Glaube ich. Dass es weitergeht. Oh, liebe Zeit. Ich hätte es nur gern, dass es speichert, wie gesagt. Willst du weiterschieben? Was ist denn los? Jetzt ist die scheiß Tür nicht offen. Hallo. Na gut, es hat aber gespeichert, ne? Hat nicht fertig aufgemacht, das wäre sie ausgegangen. Na gut. Es hat gespeichert, das ist sehr gut. Ich mache jetzt mal kurz da so, ne? Ja, ihr Lieben. Ich beende mal den Part. Ich hoffe, es sind 30 Minuten. Wenn es jetzt ein bisschen mehr ist, tut es mir leid. Wenn es zu wenig ist, tut es mir ebenfalls leid. Ich habe aber so im linken Hüftknochen spüre ich, dass es passen müsste. Jo. Und wie gesagt, ich muss mal kurz wohin. Ihr Lieben, das war's wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video hier schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!